Uttita Ekapada Grivasana ist eine fortgeschrittene Gleichgewichtsübung. Es heißt die aufgerichtete Fuß hinter dem Kopfstellung. Uttita heißt aufgerichtet oder stehend. Und du hast dann Ekapada, ein Fuß, Grivasana hinter dem Nacken. Diese Übung ist eine Übung, die beschrieben wird in dem Buch First Steps to Higher Yoga von Swami Yogeshwaranand Saraswati vom Yoga Niketan Ashram Rishikesh. Die Stellung ist anstrengend für die Arme, anstrengend auch für die Oberschenkelmuskeln und Bauchmuskeln. Und du brauchst natürlich die gute Flexibilität, Fuß, Pada hinter Griva, hinter den Nacken zu bringen. Über eine Weile auf der einen Seite und danach auf der anderen. Wenn es dir gefallen hat, klick auf Gefällt mir oder Daumen hoch. Und wenn du die Stellung selbst beherrschst, schreib es doch in die Kommentare. Danke.